Brand mit 4 Todesopfern in einem Haus in Saarbrücken hat die Polizei eine 37-jährige Frau festgenommen. Sie wird verdächtig, das Feuer gelegt zu haben. Die Polizei teilte mit, es handele sich um eine Bewohnerin des Hauses. In ihrer Wohnung sei das Feuer am Sonntag ausgebrochen. Die Identität von 2 Todesopfern ist derweil weiterhin unklar. Das Feuer war laut Polizei vermutlich im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen hätten sich rasch bis zur 3. Etage ausgebreitet. 29 Menschen konnte die Feuerwehr aus dem Gebäude retten. Ein Mann sprang aus dem Gebäude und verletzte sich dabei lebensgefährlich.